Mitten in Mierders, da erhebt sich der wunderschöne Kalvarienberg, der Mierderer Kalvarienberg, wo für uns jetzt die Stubaier Freitagsmusik ein Stückel spielen wird, und zwar den Dreierlandler. Zwei Stunden Fußmarsch weiter Richtung Serles gelangen wir zu Europas höchstgelegenem Wallfahrtsort, Maria Waldrast. Eigentlich genau auf halber Strecke zwischen Stubaier und Zillertaler Gletscher. Besondere Heilkraft wird dem Wasser zugeschrieben. Es ist jetzt Schönberg am Eingang des Stubaitales, und da entdecken wir ein Juwel, nämlich den Domanikhof. Erbaut im 16. Jahrhundert, die Bemalung stammt aus dem 18. Jahrhundert. Andreas Hofer, der Tiroler Freiheitskämpfer, hat sich mit dem Wirt Elias Domanik in diesem Gasthof getroffen, um die bevorstehenden Bergisel-Schlachten zu besprechen. Der gesamte Brennerverkehr ist übrigens bis 1850 an diesem Gasthof Domanik vorbeigegangen. Und es waren nicht weniger als 40.000 Wegen und Fuhrwerke pro Jahr. Ich darf einmal sagen, es empfiehlt sich, die Augen offen zu halten im Stubai. Es gibt immer und überall Sehenswertes. Musik.